Herzlich willkommen beim Hobbydraxler. Heute machen wir die Kirschenschale, was ich letzte Woche versprochen habe. Oder man könnte auch sagen, die Schale des Grauens. Die Schale war ziemlich schwer zu machen. Der Baum war ziemlich krumm gewachsen. Es war eine ziemliche Umwucht da. Aber schaut euch das selber an. Wir haben jetzt ungefähr 250 Umdrehungen. Durch das schneidet natürlich das Messer auch nicht so optimal. Aber mehr war auch nicht möglich. Da kommt die Stratus jetzt schon ziemlich an ihre Grenzen. Das Holz ist komplett nass, was natürlich ein mega Spaß ist zum Bearbeiten. Aber natürlich auch ein mega Gewicht ist, was sie da dreht. Ist gerade am Motor von der Drechselbank liegt der Flaschenöffner, den muss ich schon seit ein paar Tagen suchen. Beim Oberteil der Schale, wo man zum Teil natürlich in der Luftarbeit hat es extreme Schläge auf das Eisen gegeben. Ich habe mich dann dazu entschlossen, also es war nicht möglich, dass ich da eine ordentliche Oberfläche hinkriege. Ich habe mich dann dazu entschlossen, die Schale zuerst zu drehen, innen ein wenig auszuhöhlen, um Material wegzunehmen und dann erst die Außenseite fertig zu machen. Und das ist dann wesentlich besser gegangen, als man so mit der Umwelt. Planscheibe und nicht mit dem Planscheibenring, das wäre mir zu gefährlich gewesen. So, man sieht, das wir haben schon gut 5 cm entfernt und die Rinde ist noch über zum Sägen, also ein ziemlich abbuckelter Baum. Jetzt machen wir nochmal die Außenseite fertig, das geht jetzt schon wesentlich besser, wir können die Drehzahl erhöhen auf gut 800 Umdrehungen. Geht schon wunderbar. We'll be right back.
das Ziel sind, Wandungsstärke zwischen 3 und 4 mm, damit sie dann beim Trocknen die Schale wunderschön verziehen kann. Den Zapfen da man erst weg, wenn die Schale trocken ist. Die kriegt jetzt dort nur ein, zwei Wochen Ruhepause und dann machen wir den Zapfen weg und dann schauen wir uns das an, wie das ausschaut. Macke drin, die sieht man auf dem Video nicht. Ich benutze jetzt ein Werkzeug, also einen Schaber, den habe ich mir gekauft, habe eigentlich nie verwendet, weil ich auch nicht zufrieden war damit, aber in dem Fall habe ich ihn gut brauchen können. Ich habe das Eck dann weggebracht und auch eine schöne Oberfläche, wo nicht mehr viel zum Schleifen war, erhalten. So, wir sind schon beim Schleifen. Bei so Naturenschalen muss man natürlich extrem aufpassen, dass man mit dem Schleifpapier nicht zu weit nach oben kommt. Das kann nämlich ziemlich auf die Finger gehen. In dem Fall ist es gescheiter, entweder mit einer Maschine, Bohrmaschine oder sonstiges zu schleifen oder per Hand. Ist gesünder für die Finger und tut auch nicht so weh. Zum Schluss gibt es noch eine Ölung. Während der Trocknung werden sie die Holzfasern wieder aufstellen, also es wird dann nochmal fein geschliffen, dass es auch wirklich eine glatte Schale wird. Der Zapfen kommt dann weg, wenn es trocken ist. Das Ergebnis von der Trocknung, also seht ihr in 2 Wochen ungefähr auf meinem Instagram-Profil. We'll be right back.
hat mich gefreut, dass ihr mal wieder zugeschaut habt. Nächste Woche wird es wahrscheinlich eine große Eichenschale werden. Die könnte man dann auch eventuell räuchern. Da gibt es dann eine richtig schöne dunkle Farbe. Hat mich gefreut, dass ihr da wart. Ihr würdet mir riesig helfen, wenn ihr mich abonniert. So seid ihr auch hier immer auf dem neuesten Stand. Hat mich gefreut und tschüss, baba.